Bei dem Bühnenbild für die Salome ging es darum, einen Ort zu finden. Der Ort des Herodes ist auf der einen Seite. Herodes, ein Sammler, ein Tyrann, einer, der sich mit, ich sag mal, dekorativem Schnickschnack umgibt, der sein System auf dekorativen Schnickschnack basiert. Ein System, was in sich zwar hält, wo man aber nicht mehr richtig sehen kann, warum es eigentlich hält. Also eine fragile Struktur, die ganz viele Knotenpunkte hat. Die Musik von Strauss ist klirrend wie fast wie brechendes Eis an vielen Stellen. Es hat so was Knirschendes, was Zitterndes, was Bebendes. Das erinnert oft an Eis und an Glas. Und deswegen ist unsere Bühnenwelt komplett in Silber gehalten. Silber, daraus sich ergebend, Spiegel als das perfekte Silber, als Symbol für den Mond und ebenfalls zu sehen in diesem Bühnenbild ganz viele Monde, weil wir sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen sind, dass man eigentlich in diesem Stück, wo immer wieder von dem Mond gesungen wird, wo immer wieder von dem Mond gesprochen wird, eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass alle trotzdem von dem Gleichen sprechen. Das heißt, es hat eigentlich jeder seinen eigenen Mond.